Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Liedchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut, was ich euch mitgebracht habe. Definitiv eines der Highlights dieses Jahres, wenn nicht, ich würde sogar sagen, das Highlight schlechthin. Das ist der Leuchtturm des Astronomen von Bluebricks. Ein Special 240 Euro, 6.800 und ein bisschen Teile. Richtig, da ist er. Ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Bin sehr happy, dass er da ist. Ich habe angefangen, ihn zu bauen. Ich habe euch per Instagram ja ständig auf dem Laufenden gehalten, wo ich bin. Und dann haben wir ihn zusammen fertig gebaut, fast fertig gebaut. Mir hat hier oben noch so ein Stück gefehlt. Und das habe ich jetzt alleine gemacht. Hier ist das Ergebnis. Ich bin maximal begeistert. Zeige ich euch gleich. Kurz einmal die Faktenlage. Habt ihr hier mal. Die Nummer 1043 82 240 Euro, 6.886 Teile in dieser schmucken Sammlerbox. Diese Box, es ist ein Bluebrick Special. Für die, die neu hinzugezogen sind, schön, dass ihr da seid. Ein Bluebrick Special bedeutet, dass keine gedruckte Anleitung beiliegt. Ihr bekommt diese braune Box und normalerweise hattet ihr keine Bauschuttunterteilungen. Diesmal ist es so maschinell gepackt, Bauschuttunterteilungen, keine Probleme. Es sind 8 Bauschritte, die Anleitung ist in 4 PDFs unterteilt, es sind absurd viele Bauschritte. Es funktioniert alles sehr gut, ihr müsst aber schon auch kerngesund sein, wenn ihr das Ding, so wie ich es gemacht habe, einfach quasi durchbauen wollt. Ich habe es über 2 Tage verteilt gemacht. Es ist schon, also in Stunden weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es komplett auf die Reihe kriege. Ich habe so getippt, dass ich so um die 15 Stunden gebaut habe. Das ist natürlich Bauzeit pro Euro und Knüller, das sind wir von Bluebrick Specials gewohnt. Es liegt aber auch an verschiedenen Bautechniken, die einfach ein langsames Bauen bedingen, weil man auch ein bisschen aufpassen muss. Auch gleich nochmal vorneweg, weil viele jetzt natürlich auf das Set gekommen sind und gesagt haben, oh mein Gott, bisher nur Lego gebaut, aber wenn ich das sehe, das will ich haben, selbstverständlich. Das ist als Einsteigerset, wenn man aus der Kuschelwatte-Lego-Welt kommt, das ist ein Brocken. Das ist ein echter Anspruch. Macht riesig Spaß. Ich kann es dir empfehlen. Aber das ist ein Anspruch. Definitiv. Es geht nicht so leicht von der Hand und nebenher macht man noch 3 Sachen und so. Und an der Ampelphase, irgendwie der Rotphase, dass man da ein bisschen baut auf dem Beifahrersitz. Da muss man das Hirn anmachen, muss man gucken und dann geht der Gaudi los. Liegt auch daran, es gibt natürlich keine Farbseuche. Selbstverständlich nicht. Es ist alles in den Farben gebaut, wie es sein soll. Bis auf 4 Eckelemente. Die, wenn man die Baseplate baut, die Orientierung geben, wenn man es dreht, wird eine Anleitung immer gezeigt, dass man genau noch die Farbe dieses einen Steins sieht, damit man weiß, auf welcher Seite man gerade baut. So eine Orientierungshilfe. Ich würde sagen, ein gewisses Zugeständnis, es sind 4 Teile, eine abweichende Farbe zu dem, was sonst Sinn ergeben würde. Dazu ist es modular. Das ist noch ein Highlight. Wir haben natürlich keine Figuren, so ein Schnacksel dabei. Es geht einfach um ein sensationelles Haus und das Großartigste ist, und da komme ich dazu, bis, würde ich sagen, Bauabschnitt 7 ist die Abwechslung enorm, weil man ja ständig was anderes macht. Oben geht es dann, das kennt ihr von der 21310, zum Beispiel die Verplankung vom Angelladen, dass ihr natürlich immer wieder eine ähnliche Konstruktion baut, weil ihr natürlich das ja irgendwie ranbringen müsst. Und das sind dann immer die Brick Modified Noppen draus und so weiter, dann kommen die Dinger dran gebatscht. Das ist natürlich redundant. Da ist nichts zu machen, vor allem hier bei so dem tatsächlichen Leuchtturmstück sind es halt immer gegenüberliegend ziemlich gleiche Elemente, die ihr bastelt. Ja, wir gehen einfach mal ein bisschen durch, wir werden sehr viel Spaß haben. Es ist am Stück zu tragen sehr stabiles Set. Ich werde aber nicht, während es zusammengebaut ist, damit hantieren. Das heißt, ich nehme mal kurz die Ebenen ab, stelle mal auf die Seite, dann fangen wir unten an. Und ziehen uns die Abenteuer. Falls ihr noch mal Lust habt, Detailansichten zu sehen, ich empfehle sehr den Livestream, den ich gemacht habe. Ich poste unten drunter den Link auf meinem Held-TV-Kanal. Da gehe ich am Anfang die erste halbe Stunde des Streams, glaube ich, mit euch die Anleitung noch mal durch. Anhand meines bis dahin gebauten Sets kann man noch mal Feinheiten anschauen. Falls euch sowas interessiert, guckt da gerne rein. Ansonsten versuche ich jetzt mal ein bisschen was. Denn das Set hat vor allem wahnsinnig viel Freude für den, der es baut. Dass es dann fertig da steht und man kann es angucken, ist schick, aber es geht vor allem um den Bau dabei, dass man die Elemente sieht und viele kann man nur sehen, wenn man sie baut, danach sind die für immer weg. Ist wirklich großartig.
Also ganz kurz, wir haben, wo schnapp ich denn dich am besten? Ich glaube hier, genau, weg. Und wir haben, Moment, worauf habe ich jetzt? Ach so, da ist der kleine Eimer, der da dran hängt. Und dich schnapp ich mal hier. So was, auch weg, Pflanze abgerupft, wieder dran und fertig. Wie gesagt, Bauschrittunterteilungen, Steinequalität hervorragend, also Klemmkraft vor allem, wunderbar. Die Fliesen hier vor allem auf der Unterteilung in Dark Bluish Grey könnten glänzender sein. Später in Rot sind sie sehr gut, Dark Bluish Grey ist mir ein bisschen zu matt für meinen Geschmack. Das ist ansonsten Klemmkraft super. Das Set wird dazu einladen, dass Leute sagen, es würden Teile fehlen. Das sind wir von vielen Sets gewohnt, vor allem bei Fremdanbietern, aber auch bei Lego, wusste ich auch im Laden, wenn ein Kunde reingekommen ist, ich habe ein Set gebaut, wusste ich später, da wird jemand kommen und sagen, es fehlt ein Teil. Dann kommen die und sagen, das Teil fehlt, genau das, und das ist dann woanders im Set verbaut worden und später ist es nicht aufgegangen. Das ist bei diesem Set definitiv auch der Fall. Man muss sehr, sehr aufmerksam bauen. Sonst hat man das Thema. Ich hatte es im ersten Bauabschnitt auch, habe ich mir gedacht, das ist doch merkwürdig. Habe ich später gesehen, dass ich das Teil, was dort gefehlt hat, viel weiter vorne hätte verbauen sollen. Habe ein anderes genommen und das ist dann später nicht aufgegangen. Klassiker. Wird bei diesem Set, denke ich, passieren. Man hält die Konzentration über die lange Zeit. Vor allem mit den immer ähnlichen Farben kaum wirklich auf der benötigten Höhe. Das ist ein Thema. Es ist kein Einsteigerset, kein Kinderset. All das ist es nicht. Will es auch gar nicht sein, soll es auch gar nicht sein. 240 Euro, was ein Haufen Geld. Das ist natürlich ein Set für Spezialisten, sag ich mal. Und jetzt, ich komme mal ein bisschen näher, zieht euch das mal rein, was da los ist. Aber es ist einfach der Knüller. Es sind alles Standardteile. Es sind keine Spezialteile verbaut in diesem Set. Alles Standardteile. Die Ketten müsst ihr selbst bauen. Da ist so ein Sack Ketten dabei. Ja, einfach eine absurde. Oh, 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 wir haben Blue Brick Special Sticker. Oh, Glück gehabt. Die sind weg. So, also ihr baut die Ketten selbst. Ihr habt noch ungefähr 40, 50 als Ersatz dabei. Wie rum habe ich ihn gedreht? Ich weiß nicht, ich drehe einfach weiter. Ich meine, zieht euch das rein. Was da los ist, in welche Ecken ihr da irgendwo reingucken könnt. Irgendwelche Felsspalte, durch die man schauen kann, mal um irgendwas noch zu erhaschen, was da drin los ist. Hier ist dann die große Möglichkeit reinzuschauen. Da seht ihr auch nochmal eine Kette drin baumeln. Das sind Details. Ganz hinten, wenn ihr genau hinguckt, unten seht ihr Flaschen. Da ist ein 10er Flaschenregal. Das ist der Winkel, aus dem ihr das seht. Wenn ihr es gebaut habt, wisst ihr, dass es da ist. Es ist cool. Wenn ihr es nicht gebaut habt, das ist euer Blick aufs Flaschenregal. Und das hier ist stabil. Also das hier ist unproblematisch. Das Einzige, was immer noch passieren wird, ist, wenn ihr hier an so eine Pflanze kommt, dass ihr die abschnickt. Ja, aber die Struktur ist stabil. Und das liegt daran. Das ist, unten seht ihr die Krabbe, Hummer, was auch immer. Das ist die Basis, die ihr baut. Und das ist halt knüllerstabiles Zeug. Wobei ich sagen muss, diese kleinen, die 2x2 Plates Round Inverted, die waren, die werden an manchen Stellen über zwei Platten, also einfach eine Naht gelegt und an manchen Stellen auch über eine Doppelnaht gelegt, dass vier Kanten reintreffen müssen. Das hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert, wenn alle vier Platten da waren. Ich habe das drauf gedrückt, alles war gut. Wenn ich versucht habe, eine nach der anderen da drauf zu setzen, hat es gewackelt. Keine Ahnung. Aber die Teile passen wie die 1, nehmt alle vier Platten, setzt drauf, alles ist gut. Also sehr stabil. Genauso kann ich das auch in die andere Richtung natürlich kippen, zeige ich euch gleich, weil ich wollte noch auf ein paar Besonderheiten hinweisen. Es sind vier verschiedene Blautöne. Wir haben Dark Blue, wir haben normales Blue, wir haben Medium Azur, wir haben Dark Azur. Die werden hier unten vermischt und die ergeben diesen wunderbaren Effekt. Könnte man jetzt natürlich noch überlegen, ob man sich's gönnt und noch einmal Transclear Fliesen drüber bügelt, falls ihr da Lust drauf habt. Ich finde es so in Ordnung. Ich mag auch den Noppenlook. Ich finde den wirklich sehr schön. Ich mag hier diese Steinbögen, wie das gebaut ist hier rüber. Ebenso wie hier drüben dann nochmal dieser Pfahl, der hier gebastelt wird. Dann hier oben, das wird alles... Das bin dann ich in der Dappigkeit. Fernrohr runtergerobbt. Oder hier, nee, war gar nicht Fernrohr, das war hier Begrenzung von der Reling. Und dann baute ich hier diesen Holzteil sozusagen und legte ihn dann einmal quer drauf. Klappt wirklich super. Hier ist ein bisschen Deko, die würde mit Sicherheit rausfallen. Hier so drei Peaks. Komm auch weg. Lustige kleine gebaute Möwe. Sensationell. Wie gesagt, auch Hummer. Es ist alles Brickbuild. Hier sind keine Sonderteile dabei. Die Treppe hier hinten ist super. Zeige ich euch doch nochmal ein bisschen näher. Super Treppe, die da hochgeht.
wirklich klasse. Und dann seht ihr dann im nächsten Modul geht dann die Treppe nach hier oben weiter, in das nächste Stockwerk. Ist ein Leuchtturm des Astronomen, kein Schimmer warum. Da hängt auch keine Story dahinter, ist keine Lizenz oder irgend sowas. Es soll, wie bei Burg Blaustein, Erweiterungen dazu geben. Ich will gar nicht mehr ausmalen, was da noch dann los ist. Das könnte wirklich wild werden. Aber das Ding hat von der Abwechslung her mir noch mehr Spaß gemacht als die Grundstufe Burg Blaustein. Ging echt ab. So, dann werfen wir noch mal einen Blick rein. Habe ich ja noch was vergessen, was ich noch erwähnen wollte? Hunderte Sachen habe ich. Es sind 7000 Teile. Ich habe auf jeden Fall was vergessen. Aber ich will euch einfach mal den nächsten Blick gönnen. So, das ist, wenn man da reinguckt, das ist da los. Und da unten auch die Treppe, seht ihr die oben in der Mitte jetzt, die da die Kurve macht? So, darunter sind überall Flaschen, da sind Fässer angebracht. Da sind Details, hier ist da ist eine Orgel, seht ihr die? Da hinten auch wieder Fässer. Ich gucke mal auf meinen Kontrollmonitor, damit ich irgendwas sehe, was ich euch da erzähle. Es sind irgendwo Kerzen hingestellt, Sachen gemacht und es sind Schatzkisten auch drin. Alles, einfach alles, was ihr euch vorstellen könnt, ist da unten reingezimmert. Das sind ja schon ein paar tausend Teile, die da unten drin sind. Das ist schon, was weiß ich, anderthalb Modular Buildings sind da jetzt schon drin. Da ist überall was los. Und es ist echt auch bautechnikmäßig super spannend gemacht. An so vielen Stellen überraschend. Zum Thema überraschend. Ihr seht das hier. Das ist die Treppe. Die Stufe ist dann aber ein bisschen steil. Ja? Habt ihr hier den Knopf? Drückt ihr, jetzt muss ich das richtig hinkriegen. Zack, habt ihr eine Treppe draus gebaut. Das funktioniert. Ist ein Thema, wenn ich es euch so kippe, kann ich es nicht wieder drücken, dass ihr es wieder seht. Aber nochmal. So, und dann. Klack. Geht es runter. Da ist eine Wippe mehr oder weniger gebaut drunter, aus Technikelementen, eine Wippe, die hinten mit einem Gummi gehalten wird. Und da drückt man dann drauf, also das ist dann oben, und dann drückt man drauf und dadurch geht die dann runter und die Stufen entstehen. Klack, 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 klack. Das sind Technik-Liftarme. Die da reinzusetzen, ist für jemanden eine Arbeit, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ja, genau für den. Das ist, sagen wir mal, mäßig witzig. Es funktioniert aber danach wie die Eins und man hat eine Treppe, die aus dem Nichts entsteht. Ist ganz cool. Ist eine witzige Idee. Liegt aber hauptsächlich daran, dass diese Bars in diese kleinen Bügelperlen rein müssen und die Bars mit den Bügelperlen dann in die Liftarme. Wie gesagt, es geht. Ruhig bleiben. Wir sind ruhige Fahrer. Genau. Sind nur nochmal, es sind keine Ahnung, 20, 30 Flaschen da drin verbaut. Ich müsste mal in die Teilliste nochmal gehen. Es sind unfassbar viele Sachen. Manchmal überlege ich mir bei so einem Set, ich weiß, Bauschrittunterteilung ist ein Entgegenkommen für 95% aller, die sich so ein Set kaufen. Ich mag, wenn der ganze Tisch voll ist mit Teilen am Anfang. Und vor allem mag ich dann, dass ich sehe, alles klar, hier sind die 2x4 Bricks drin, da hinten. Die Slopes dort hinten. Irgendwas, Fliesen sind da. Und dann habe ich da meine Ordnung und dann arbeite ich mich durch und dann sehe ich auch am Anfang, wie viel von was kommt und ich weiß auch, dass ich das richtige Teil nehme und nicht denke später, ach, das hätte ich ja und so weiter und so fort. 8 Bauschritte sind bei 7000 Teilen immer noch ein echter Haufen, der jedes Mal auf den Tisch kommt. Ich mag aber diesen Oldschool-Touch, alle Teile auf dem Tisch. Ich mag das. Aber ich weiß, viele haben sich es gewünscht mit den Bauschrittunterteilungen, die absolute Mehrheit möchte sie, deswegen herzlichen Glückwunsch. Ich kann es bei, wie gesagt, bei so einem Monster, kann ich es noch am ehesten verstehen. So, und wir gehen in die nächste Stufe und es geht exakt genauso wild weiter, ja? Also, ich meine, alles kaputt gemacht. Aber männlich markant reagiert, kann überhaupt nichts passieren. So. Ich meine, es ist wahllos. Eskalation, irgendwas in der Art sind Vokabeln, die einem einfallen, wenn man mit diesem Set hier zu tun hat. Guckt euch das an. Ist es nicht geil mit dem Bögen? Guck mal, Brick Arch. Und die sind nach hinten versetzt und dann auch immer noch eine halbe Noppen rein. Und guck mal, das sieht so cool aus, dieser Gang. Der geht dann auch so runter. Das ist so ein cooler Durchgang. Also ich find's echt super. Dann hier auch geht's auch hoch. Ihr entdeckt überall was. Keine Wand ist gebaut wie die andere. Es ist überall noch das, die Treppe dann hoch. Von hier. Alles Mögliche. Nächste Möwe natürlich. Ist doch klasse, oder? Ich guck mal, Kontrolle, habe ich irgendwas, worauf ich noch eine Kette natürlich wieder gebaut. Da unten auch super mit der Turntable-Base-Geschichte hier. Finde ich, sieht auch spitze aus. Ihr habt dann noch den Bonus, dass ihr, auf der Seite ist es, jetzt nicht gegen die Pflanzen fassen, Thomas, nicht gegen die Pflanzen fassen.
Da ist ein Griff. Habe ich den richtigen? Da. Hier ist der Griff zwischen den Pflanzen. Da könnt ihr dran ziehen. Und dann geht hier auch noch die Tür auf. Der Fels. Und da könnt ihr reingucken. Das ist wieder dieser Gang. Und da drin ist so ein schöner kleiner Kronleuchter. Da unten ein paar Sitze und so Geschichten. Da ist ein Kreuz. Seht ihr gerade noch so? Ein bisschen weiter aufmachen. Da. Können wir da von vorne auch nochmal reingucken? Da ist auch ein bisschen mehr Licht drin. Geht doch ab, oder? Das sind so Sachen, die da kann man so rein entdecken. Und das ist doch das Coole, deswegen mag ich doch Bausteine. Und bastel mit denen, dass man da reingucken kann in eine kleine, kleine Welt. Und jetzt fällt da so ein bisschen Licht auch noch rein. Total super. Ich finde das, da ist ja auch so ein bisschen diese Kirchenfensternummer bei diesem Turntable da oben. Das sind verschiedene Farben, falls ihr das seht. Ich finde das einfach eine Weltklasse Idee. Macht einfach Spaß. Ist cool gemacht. Stabil, natürlich wieder. Sicher. Und das ist gebaut. Dann kommt eine Lage Technik. Das seht ihr hier auch in den Sachen. Und dann ist einfach nochmal eine Lage Plates drüber gebaut. Ist ja 7000 Teile. Ja, da geht ein bisschen was. So, und dann von oben. Da seht ihr ein Bett, so ein bisschen aufgeschlagen, finde ich auch sehr cool. Flaschen natürlich überall, Klassiker, der alte Astronom. Den genehmigt sich auch immer mal ein. Bücherregale, da ist ein Ofen, ein kleiner, dahinter ist nochmal eine Lampe. Drüben ist ein bisschen Fischli, Sextant am Start, Bücherregale. Die Bücherregale sind fancy gebaut, das macht richtig Spaß. Hinten ist was zum Schreiben, das Fass, das Tintenfass, habe ich natürlich auch umgeschmissen mit dicken Fingern beim Bau und dann versuchst du es da rauszufischen, das ist ein Elend. Da funktioniert das wirklich, es ist klein da drin. Und was wollte ich sagen? Diese Bücherregale. Das Bücherregal hier ist das gleiche Element wie das hier. Und zwar ist dieser Winkel nicht zu erzeugen gescheit. Und dann legen die an Hinges, ich empfehle mein Bauvideo, an Hinges legen die Fliesen an, links und rechts, dann kommt quasi so ein Rahmen, Klack, Hinge, Rahmen, Hinge und dann ist dazwischen eine Lücke. Und in diese Lücke wird ein Brick Modified Block reingesetzt und der wird auf der einen Seite mit Jumper Plates befestigt, damit es sich nicht mehr bewegen kann, auf der anderen Seite kommt dann das Bücherregal dran. Ihr müsst euch angucken, dann versteht ihr, was ich meine. Knüller! Es ist wirklich, macht einfach Spaß, das zu bauen. Es ist überraschend. Du denkst, ach, guckst du mal, so löst er das, alles klar. Hier drüben die gleiche Geschichte nochmal. Auch hier diese Ecke wird so gelöst. Wirklich super. Dann Hingeplates drüber, um den Winkel nachzustellen. Einfach gut gemacht. Es macht Laune. Es ist abwechslungsreich. Ich vermisse keine Lizenz, keine Story. Ich denke mir das selbst nach. Diesen komischen, kauzigen Astronomen könnt ihr euch doch genau vorstellen, der da in seinem Leuchtturm sitzt. Also wisst ihr doch genau, worum es geht. Vielleicht gibt es sogar eine Story dazu. Ich weiß es nicht. Müsst ihr mal gucken. Vielleicht macht Bluebricks ja mal so ein Designer-Video oder so und dann sprechen wir drüber. Und das ist auch, das setzt sich so cool hier rein. Ich meine, durch das Gewicht einfach ist das angesaugt. Und jetzt seht ihr hier wieder, wie die Treppe hier hochgeht. Es mündet direkt da rein. Und hier ist der Fels, den man auch aufklappen kann, hier an der Seite. Ja, geil. Ich finde das absolut legendär. Großartig. So, und bis hierhin, und da kann man mir sagen, was man möchte, ist das beste Set, was ich aus Bausteinen je gesehen habe. Genau bis hier, da passt alles, da passt die Abwechslung, die Bautechniken passen noch, die Verplankungen hier oben von einer Ebene, die Treppenstein, alles stabil, sensationell. Das Einzige, wie gesagt, der Bewegungsmechanismus für die Treppe, der ist ein bisschen für Fortgeschrittene. Aber alles andere ist einfach nur richtig toll. Richtig, richtig toll. Jetzt kommt das. Das ist immer noch in der Lego-Welt ein 150-Euro-Set. Das ist auch kein Problem. Funktioniert auch super alles. Aber es ist, was die Konstruktion angeht, erstmal sehr viel wiederholender und auch, finde ich, nerviger zu bauen. Auf jeden Fall. Aber wir gucken es uns erstmal an. Auch das ist stabil, auch das ist gut, auch das wird keine Probleme machen. Aber ich fand einfach vom Spaßfaktor her würde ich euch empfehlen, da es ja Bauschrittunterteilungen hat, baut zuerst das. Baut zuerst das, stellt es auf die Seite oder ihr baut es vielleicht mit Leuten zusammen. Ja, ich würde gucken, dass ihr das nicht baut. Lasst es die anderen machen. Ihr baut das da.
Und dann ist das in Ordnung. Und der arme Turm kann gar nichts dafür. Es gibt auch keine Chance, das anders zu machen, weil dieser Turm hier oben hat natürlich keine Abwechslung. Was soll der denn haben? Einen Turm. Und das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Das kann halt hiermit nicht, das kann nicht mithalten. Die Hütte hier ist wieder ganz nett, die noch dabei ist. Und ich zeige es euch jetzt einfach nur mal so drumherum, damit ihr mal seht, was los ist. Farben sind super. Also ich bin auch mit dem Dunkelrot ziemlich zufrieden. Das sind eher jetzt hier, das ist meine Beleuchtung natürlich, die das unterschiedlich spiegeln lässt, aber ich bin mit den Rottönen ziemlich zufrieden. Das Set ist aber auch sehr dankbar. Also wenn hier irgendwo Farbabweichungen drin sind, dadurch, dass es so wild ist, fällt es kaum auf. Es gibt zu wenig glatte Fläche, um es wirklich zu sehen. Das Dach finde ich, die Dachkonstruktion finde ich sehr schön. Übrigens, das war wie gesagt nicht meine Dappigkeit, dass ich manche Planken schräg angebracht habe. Das ist geplant gewesen in dem Set. Wir haben jetzt hier noch eine kleine Kurbel. Und die ist dafür da, das hier oben zu drehen. Seht ihr? Da kommt dann halt quasi das Licht des Leuchtturms, flitzt dann darum. Ja? Hui. Das ist sehr nett, schreit natürlich nach einer Beleuchtung, ist klar, Möwe draufgesetzt. Ja, und das volle Programm. Und da drin, das ist natürlich auch putzig, da müsst ihr was festkordeln. Das Teil ist auch vollgebolzt mit Flaschen, mit Deko, mit allem, was ihr euch vorstellen könnt. Hier so ein kleiner Balkon noch dazu. Da geht wirklich alles. Auch hier wieder von unten, große Platten, kann nicht schief gehen. Und die Geschichte auch von oben. Also es sieht cool aus. Auch das finde ich, dieser Bauabschnitt sieht am Ende sehr cool aus. Hier ist nur wesentlich glatter. Und ganz wichtiger Punkt, wenn ihr den hier baut. Diese Elemente hier an der Seite, jeweils hier komplett hoch, das hier komplett hoch, das hier komplett hoch, das hoch, wird erst hier oben bei der Reddish-Brown-Ebene hier miteinander verbunden. Von ganz unten bis ganz oben baut ihr die komplett ohne Berührung mit irgendwas anderem. Baut die draußen separat. Auch die Anleitung sagt, ihr sollt alles im Kreis immer drin bauen. Das ist super mistig im Handling. Vor allem, dann packt ihr später die Deko dran. Diese Verplankungen. Das drückt ihr dann quasi wieder rein. Und es hat von innen noch nicht wirklich den Widerstand. Das ist Mist. Wenn das fertig ist, super stabil. Kann ich wahrscheinlich dran hochheben, ja. Aber nicht in dem Moment, in dem ihr es baut. Baut ihr außen, setzt sie dann sauber dran. In der Mitte ist ein Technikarm, der geht hoch. Der ist echt übermotorisiert stabil. Da ist ein Technikarm, da lehnt ihr das dann alles dagegen. Und dann kommen oben die dann kommen Pins durch und dann kommen oben die Hingeplates drauf und dann wird das alles miteinander verbunden, alles ist gut. Aber der Bau selbst, das war, ich hab nicht nach vorne gescrollt, macht das separat. Ihr spart euch viel Ärger. Dach ist dann lustig zu bauen, das hier oben, es geht schnell hoch, zack, die Waage, fertig ist es. Hier habt ihr noch ein Backlasse-Steuerrad, falls einer nochmal irgendwie ein bisschen was steuern möchte. Und dann seid ihr happy und dann nehmen wir den ganzen Kladderadatsch und packen den so rum, ja, da drauf. Sieht das nicht so aus, als sollte das so sein? Ich finde schon. Ja, genau so. Klack. Oder klang. 240 Euro. Ja. Ist nochmal 40 Euro teurer als Burg Blaustein. Die kostet 200. Ah, gut, mit allen Ausbaustufen ist Burg Blaustein mittlerweile auf, geht ja Richtung 20.000 Steine. Ist dann natürlich auch eine andere Preisklasse. Aber es ist, ich meine, guckt euch das Ding an, oder? Ich habe irgendeine Noppe hier nicht richtig gesehen. Irgendeine Noppe flitzt hier noch lose rum. Vielleicht mal gucken, dass irgendeine bricht immer raus. Gucke ich mir gleich an. Also auf jeden Fall, das ist, ich hatte wirklich den Gaudi schlechthin. Das war ein richtig cooles Bauerlebnis. Dauert richtig lang. Also falls ihr euch was jetzt schon bei 35 Grad hinlegen wollt, damit ihr, wenn es wieder ein bisschen dunkler draußen wird, was zum Basteln habt, das ist definitiv meine Empfehlung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es lange verfügbar ist. Bis dann die Nachlieferung kommt, kann es ja im Moment dauern. Sehr, sehr cool. Hat er super designt. Riesenkompliment. Es hat mir echt Spaß gemacht in allen Ecken. Und ich hoffe, euch wird es genauso gehen. Habt eine glorreiche Zeit. Habt nette Leute um euch. Und bis... Ich messe das Ding noch aus. Aber, Freunde, haarscharf. Ich drehe das ganze Video nicht nochmal. Ich bin irgendwie momentan beim Messen. 31 cm. 32 cm. Und wir kommen auf 49 cm Höhe. Ein absurdes Ding. Und ich habe Gaudi. So muss es sein. Also nochmal, glorreiche Zeit, nette Leute um euch und bis bald.